Und willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5. Wir sind kurz vorm Gefangenenlager. Und da unten sehe ich direkt jemanden, der da aufpasst. Ich glaube, das ist auch der Ort, wo die Videosequenz in der ersten Folge stattgefunden hat. Läuft da jemand oder kann ich mich hier frei bewegen? Ich guck mal hier raus. Erstmal wieder kurz nach einem Aufnahmestopp an die Steuerung gewöhnen. Okay, er läuft auf jeden Fall. Markiert ist er. That's the old prison area. The targets are there. So, wir haben auf jeden Fall ein paar Wachposten hier, das ist klar. So, ich guck mal, ob ich hier irgendwo oben entlang kann. Oh, der speichert direkt nochmal, obwohl hier erst ein Speicherpunkt war. So, bin ich hier in Sicherheit? That's the old prison area. The targets are there. Yes, you told me that before. Okay. Oh, oh. Der arme Kerl, du. Bei dem Wetter hier patrouillieren ist natürlich, dem scheint es nicht so gut zu gehen. Da kümmern wir uns am besten mal direkt um ihn. So, wenn ich das richtig sehe, haben wir hier also mindestens 3 Wachen. Aber gerade weil das hier unser finales Ziel ist, sollten wir auch mal schauen, ob hier noch einer ist. Ich habe gerade mal kurz auf die Zeit geguckt, damit die Folgenlänge auch okay ist. Ich bin ja kein Profi, der das vorher macht. Ich mache das einfach während der Aufnahme. Ja, hier sieht man uns doch, oder? Schnell hier hinter. So, wisst ihr was? Ich mache einfach mal, machen wir es mal ganz einfach. Und statt ihm hinterher zu schleichen. Na, wobei das eigentlich cooler wäre, oder? Aus der Entfernung abschießen ist doch zu simpel. Die war mit ihrem Feind hat das Gebiet verlassen. Weiß gar nicht, was mir das sagen soll. Oh, da geht's auch weiter. Aber ich glaube, da ist keiner. Das ist okay. So, er dreht sich. Oh, oh, oh. Wenn er sich umdreht, wollte ich eigentlich hinterherlaufen. Aber das wäre gerade ganz schlecht, weil der rechts dann im Weg ist. Also gerade sollte ich wirklich gar nichts tun. Ach, der kommt sogar hier raus. Aha. Oh. Reden die miteinander? All quiet. Ja. Hey, you see those guys' unit patch? Yeah, box facing right, right? That's it. You know, it looked just like. You've seen it before? Where? I can't remember. I know it had a fox in it too. So, die Laufwege scheinen etwas undurchschaubarer zu sein. Das finde ich ja schon mal realistisch. Nicht, dass halt mal einer von A nach B läuft und hin und her. Man weiß sofort, wo der lang läuft. Der kommt einfach mal hier raus. Unterhält sich mit dem. Geht jetzt da an die Klippe, wo man den super runterschubsen könnte. Also in alten Metal Gear Solid Teilen hat es immer funktioniert. Vielleicht geht es ja an der Stelle. Ich weiß nicht. Aber dafür müsste ich erstmal an dem hier vorne vorbei. So, jetzt wäre eine Möglichkeit, den hier vorne anzugreifen und dann den dahinter. Nur wenn ich jetzt drauf losrenne und der dahinter sich dann umdreht. Ja, jetzt hätte ich es echt schaffen können. Aber ich weiß ja nicht, wie lange der Typ an der Klippe steht. Und sich entleert oder was auch immer der da gerade tut. Ach, der hat auch Bauchschmerzen oder sowas. Den Leuten hier geht's gut. Also nur die beiden hier. Der da hinten ist dann Chili Willi. Ich versuch's jetzt gleich mal. Wenn er sich hier nochmal umdreht, der 23 Meter. Okay, jetzt. Oh, auf einmal wird es hier laut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich nochmal klicken musste. Die linke Maustaste, gut. So, rede. Wir haben so viel Zeit zu reden. Ach Mist, ich muss ja die Maustaste loslassen. Ich hasse die Steuerung. The map has been updated. Überwachungskameras, gut zu wissen, mein Freund. Wisst ihr was? Oh. Erstmal ausnocken. Achso. Ist der nicht schon ausgenockt? Ich drück doch die ganze Zeit hier. Jetzt. Okay, der ist ausgenockt und den kann ich jetzt hoffentlich hier runterschubsen. Hm. Ich kann jetzt wieder nur in Würgegriff nehmen. Das ist. Ich guck mal. Ah! Oh, das war knapp.
Gut, wir haben hier die zwei ausgenockt und können wahrscheinlich wieder nichts damit machen. Ich vermisse die guten alten Zeiten, als man die einfach runterschubsen konnte. Ne, das klappt hier nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie lange die da jetzt liegen bleiben. So, einer hat was von Überwachungskameras gequatscht. Sehe ich die auf der Kamera? Oh, wahrscheinlich da oben. Ich gehe mal eben auf 1, Karte. Jo, hier sind jede Menge Überwachungskameras. Gut, dass wir mit ihm gequatscht haben. War mir doch klar, dass wir da später nochmal hin müssen. Da oben sind noch ein paar Leute. Ja, Freunde, was mache ich mit euch? Hier ist wieder so ein Ding, wo man 100 pro welche reintun kann. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Ich habe es in der letzten Folge ja schon mal probiert. So, kommen Sie mit. Aber es geht echt nicht. So, dann positioniere ich hier zumindest trotzdem mal hier beide in der Ecke. Und ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Ich lasse die hier pennen, um einfach mal zu gucken. Warte mal, wacht der jetzt schon auf? Das darf doch nicht wahr sein, Junge. Schmeiß ihn doch runter. Nein. Alter. Ach ja, ich erinnere mich. Wenn man jemanden ständig hoch und runter wirft, dann weckt man den quasi auf, logischerweise. So, da es hier irgendwie keine anderen Möglichkeiten gibt. Ist doof. Ist doof, aber keine Ahnung. Ich hoffe, dass es im Hauptteil in Metal Gear Solid Phantom Pain anders geht. Dass man die Klippe runterschmeißen kann. Gut, das ist genauso töten, aber es ist irgendwie schön verstecken. So, einmal hier rein bitte. Keine Ahnung, ob hier gleich jemand entlangläuft, deswegen. Boah, Junge, wenn der rennt. So, das war falsch. Hier, einmal bitte hochheben. Die Kisten hier sind 100 pro dafür, dass man die da rein tun kann. Und ihr könnt jetzt ein bisschen im Gebüsch kuscheln. Ich weiß, das Wetter ist nicht so ideal, aber man soll nicht so viel meckern. So, ist hier noch jemand drin? Ich glaube nicht, ich bin mal optimistisch. Ich gehe einfach rein. Oh, oh. Oh, warte, da lag wieder was. Sicher, aber die findet man, glaube ich, echt nur durch Zufall. Achso, vielleicht sollte ich den da vorne noch ausschalten. Bevor der hier jetzt Mist baut. Hier sind überall diese Kisten. Diese Container, wo man jemanden drin bestimmt verstecken kann. Wisst ihr was? Ich lasse den mal sein. Ich töte jetzt nicht einfach alle... Oh, oh. Ja, komm, komm, komm. Der sieht mich doch nicht wirklich über die lange Entfernung. Der wird jetzt möglicherweise gucken kommen. So, die Moral von der Geschichte. Töten tut man oder nicht. Ich habe es nicht getan und wurde dafür jetzt sogar fast bestraft. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich genau hin? So, hier ist das Ziel. Lass mich ra... Ah, hier. Auf jeden Fall hier. Chico. Yes. Chico. Boah, zum Glück, wir müssen nicht noch einen Schlüssel finden oder so. Chico, it's me. No! No! Go away! Halt doch die! Mann, Chico, verdammter Chico! Das darf doch nicht wahr sein. Dieses Rotzbengelblag-Ding. Chico, calm down. Calm down. Don't fight it.
I got Chico. And Boss? Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. Ach du Scheiße. You'll have to carry him out there. Okay, Boss, change your plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Posse's whereabouts out of him once he's calmed down. Mission info. I've marked the RV on your map. Okay, now carry Chico there. Scheiße! Der Typ da hinten kommt. Ah, Junge, wie bewegt er sich denn? Kann ich währenddessen zielen? Ja, theoretisch könnte ich's. Also, wäre ich jetzt da rausgerannt, hätte der mich zu 100% gesehen. Ruf bitte keine Verstärkung. Du weißt nicht, wer hier gefangen war. Ach, er redet nur mit dem Gefangenen. Können wir geduckt laufen? Ja, wenigstens das. So, er ist auf jeden Fall etwas alarmiert. Ich weiß nicht, wie er jetzt läuft. Oh, 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 oh. Chico muss ja so einen Stress machen hier. So, es ist ein Sneaking-Spiel, es ist ein Geduldsspiel. Er kommt nämlich jetzt schon wieder zurück hier. So, verschwinde. Hätte ich den mal doch ausgeschaltet. Ich lasse jetzt hier niemanden mehr am Leben. Das nehme ich mir dann fürs Hauptspiel vor, in der Hoffnung, dass man da die Leute dann auch wirklich verstecken kann. So, weg hier. Da! Ah. So, ich schmeiß dich da hinten hin. Warte mal, wo muss ich hin? Da unten zum Strand. Kriegen wir das hin? Gibt's hier Wachen? Da kommt auf jeden Fall eine. Verdammt! Ach was. Oh, da kommt noch eine. Hurry up and carry the target toward the objective. Beeil dich, ist gut. Können wir nicht einfach hier von der Klippe schmeißen? Ihr sammelt den schon auf, unten irgendwo. Hm. Müssen wir irgendwie jetzt vorbeikommen. Was äußerst ungünstig ist. Weil die stehen doch echt fies da. So, der da hinten macht keine Probleme mehr. Ja, wisst ihr was? Wir laufen einfach dran vorbei, sagen, wir sind Arzt und haben hier ein Kind. Das muss ins Krankenhaus. So, das werden wir uns schon abnehmen. Ich hätte schneller sein müssen. Jetzt habe ich eigentlich verloren. Ich hätte von Anfang an da schnell rüberrennen sollen. Da wäre ich auch noch halbwegs geschützt gewesen. Okay, der eine läuft zumindest jetzt. So, ich muss es versuchen. Ich weiß nicht, wie die Reichweite von der Waffe ist. Gute Nacht. Hoffentlich kriegt der andere das nicht mit. So, der wird irgendwann aufwachen und sich denken, hö, was war denn hier los? Warum habe ich geschlafen? Ja. Der wird aufwachen und sich denken, Mann, 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 diese verdammten Überstunden hier immer. Chico, halt's Maul! So, hier ist zum Glück nichts und niemand. Zumindest sind wir den Chico gleich los.
Wie, Pass ist tot? Nein, ist sie nicht. Ja, das hat er gesagt, er hat geblufft. Chico, where is Paz? She's dead. No, she isn't. Where was this recorded? She's dead. Nein, Junge, sei doch nicht so ein Pessimist. Der Typ mit dem komischen Kopf hat doch nur geblufft. Okay, now use your iDroid to call the chopper for pickup. So, iDroid benutzen. Und jetzt? Menü. Missionsinformationen ansehen. Chico per Heli rausholen. Rette Chico und Paz. Ja, das ist unsere Aufgabe. Ja, die Steuerung ist echt ein bisschen merkwürdig. Ach, hier haben wir so Bilder sogar. Hatte ich vorher noch gar nicht gesehen. Aha, ja gut. Das hat uns jetzt aber noch nicht so viel weitergeholfen. Walkman abspielen. Na, müssen wir nochmal machen. Haben wir ja eigentlich gehört. Oder ist das was anderes jetzt? Ich höre einfach mal rein. On your feet. Okay. Chico was taken out of his cage. Did he leave the tape recording while he was being moved? Paz might be up ahead. I hear vehicles. And a flag. Must be near the heliport. A gate. Da drin auf jeden Fall. Mach die Musik aus. Chico left the tape on record while he was being moved. Try using what you hear to find Paz. If you're still not sure, listen to the tape again. Ja, wir müssen eh das ganze Gebiet da nochmal absuchen. So, wir können den Walkman nochmal abhören. Wie holen wir denn jetzt hier den Warte mal, Helikopter. Helikopter, Musik? Nein, ich möchte... Wie kriegen wir denn den jetzt hier weg? Wir sollen den doch vom... Ja, Heli abholen lassen. Ich weiß aber nicht wie. Ich kann den nochmal aufsammeln. Was habe ich davon? So, kann den nochmal auf den Boden schmeißen. Ganz freundlich, aber was ich... Hä? So. Karte. Kompass an, aus. Karte, Satellit. Rein, rauszoomen. Karte drehen. Aha. Navigation. Menü. Chico per Heli rausholen. Ja, das würde ich ja gerne tun. Aber wie? Soll ich ihn jetzt einfach hier liegen lassen und... Was ist das für ein Mist? Chico per Heli rausholen. Log ansehen. Ach, ich... Ihr habt nichts gesehen und gehört. Please select a landing zone. Landing zone confirmed. Ihr habt nichts gesehen und gehört. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist ja wohl unglaublich hier mit den Füßen.
So, Heli, wo bleibst du? Der Junge erfriert. Der da oben schläft immer noch. In der Zwischenzeit können wir ja mal schon mal nochmal auf die Karte gucken. Ah, der Heli kommt noch rein. Die wird hier sein. Zwischen den ganzen Überwachungskameras in diesem großen Komplex. Da wird Pass sein. This is Morpho, arriving shortly at LZ. Hello, Morpho. Wurde auch Zeit. Nein, nicht ich! Geh sofort wieder raus! Nein, ich bin... Komm, Junge! So! Du kannst abhauen! Verschwinde! Was ist, wenn ich jetzt nochmal hier drauf gehe? So, wir lassen Pass hier. Ach so, na gut, dann machen wir das einfach mal. Die da hinten kriegen auch gar nichts mit, dass hier ein Helikopter ist. Ich glaube, wir gehen mal besser hier lang, irgendwo. Hui! Dann haben wir ja zumindest schon mal den Chico jetzt gerettet. Und von dem hier höre ich mir nochmal... Uah! Oh oh! Oh 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 oh! Dann wollte ich mir gerade nochmal was von dem anhören. Er hat seinen schlafenden Kollegen gesehen. Wie ziele ich denn nochmal? Hättest du dich auch einfach nur mal schlafen gelegt. Jetzt muss ich dich auf jeden Fall komplett entfernen, wenn der Kollege nämlich aufwacht. Wäre das schlecht, wenn er dich hier so vorfindet. So, wo legen wir dich mal hin? Ich weiß ja nicht, wo das so entlang läuft. Ach, muss irgendein Gebüsch werden. Kann ja sein, dass er hier entlang patrouilliert. Ich weiß nicht. Und hier ist irgendwie kein großer Busch. Nehmen wir mal den Busch. Hinlegen. Ja. Hoffen wir einfach, dass er nicht hier entlang läuft. Der ist doch gut versteckt da hinterm Stein. Nicht schnell rennen, dann wacht der andere wahrscheinlich direkt wieder auf. Der wird gar nichts merken. Ist das Blut schon weggewischt? Ah, da liegt noch ein bisschen Blut, aber... Naja. Wird schon. Jo, dann haben wir in dieser Folge tatsächlich schon mal den Chico gerettet. Jetzt gilt es noch Pass rauszuholen, die wahrscheinlich auch nicht im besten Zustand ist und sich etwas geschützter wieder im Landesinneren befindet. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage Tschüss.